Da drüben irgendwo. Ja, ich sehe sie. Schnauf mal nicht so ins Mikrofon. Das ist irgendwie ziemlich unangenehm am Ohr. Entschuldigung. Psycho, Psycho. War nicht mit Absicht. Wir haben auch so viele Psychos im Team. Aber wenigstens Munition. Das Kommando. Auch ich packe dich jetzt nochmal ein. Upsala. Entschuldigung. Nicht so schlimm. Ich glaube, das muss ich mal rausschneiden. falsche Richtung. So. King, geflucht. Ist der zu fett? Oh, ich auch. Dafür stecke ich das jetzt ein. Was liegt denn da drüben noch? Ja, Gott, Gott. Da hinten ist noch was grün. Wollen wir jetzt mal durch die Tür gehen, die da unten war? Ich weiß halt nur nicht, wo wir dann rauskommen. Home sweet home, kommen wir raus. Was? Ja. Geht's jetzt irgendwo nach oben? Well, that was rather dark. Please return to me at your earliest convenience. Was haben wir hier? Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Ah. Oh. Another hive. Spielerampen. Oh. Sorry. Mach die Tür zu. Ich hab den ausgebombt. Hast du gut gemacht. Mhm. Ah, ich werde auch angesprungen. Jetzt fix. Das ist Muni für dich. Ups, das eine wollte ich gar nicht. Ja, nicht so schlimm. Den nächste klaue ich dir schon wieder. Ja, das stimmt allerdings auch. Das will ich. Was gab's denn? Ach nee. Nee, hat nur so ausgeschaut. Weil du, danke. Weil du dich bewegt hast. Hat es so ausgeschaut. Das wäre da noch was. Yeah. Jetzt sind wir immer noch nicht da hinten hochgekommen. Da oben, wo das Viech uns ständig bespuckt hat. Dann müssen wir da irgendwo noch hin. Das schaffen wir schon noch irgendwann. Wow! Genau, zeig mir deinen Arsch. Okay. Komische Aussage. Ja. Was ging jetzt hier? Was ist mit? Ist mich jetzt schon wieder. Ist schon tot. Ich hab's erst spucken lassen, bevor ich es erschossen hab. Ja, das glaube ich sofort. Ah! Ah! Nix! Wenn die nicht rauskommen, bevor ich drüber lauf. Ich will jetzt nicht mit dir tanzen. Das ist Viech. Ist Pumpenmunition. Müsste jetzt eigentlich langsam wieder voll sein. Ich benutze die Pumpe gerade nicht. Schau wieder. Oh, da kommt ein. Au!
Pest Control. Mhm. Mann, ist die Waffe, die ist so gut, ja, aber die ist auch so lästig. Mhm. Also hier links geht's irgendwo weiter. Oder wollen wir erst nach oben schauen? Ja, wenn wir schon da sind. Weil da oben waren wir schon. Ach, von da oben haben wir vorhin runtergeguckt, aber sind wir nicht rein. Das könnte es sein. Ja. Ich glaube, das ist ja auch bloß so ein kleiner Gang. Mhm. Au. Eigentlich sind das nur meine Tenniskampfschreie, die ich mache. Ah, lol. Okay. Uah. Uah. Ich bin voll, hier liegt eine Waffe. Das ist ein Schild. Oh. Ausgerechnet da ist eine große Kiste. Ich denke, hier gibt es ja irgendwo eine Abkürzung. Zum. Oh, krass. Ich hab wieder was. Zum Shop. Jetzt sollten wir mal kurz zurückgehen. Hey. Ach Mann, ey. So, wird's hier fertig, bitte. Danke. Mensch. Alles gut, da kann ich mir die Finger von der Tastatur nehmen. Okay. Du bist im Weg. Ja, Munition brauche ich alles. Ah, Tür. Ah. 42. Steck einfach alles ein. Aha. Ich kann nicht mehr einstecken. Also, du bist Opfer. Jo. Ja, warte mal, hier muss doch... Ja, geradeaus, drüben. Drüben. Ach hier, fast drüben. Oh ja, sehr gut. Aber wir waren immer noch nicht da oben, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, da gehen wir schon. Wir müssen ja eh, glaube ich, noch irgendwas einsammeln, oder? Weiß ich nicht, könnten wir dann auch gleich mal gucken. So, und jetzt hörst du dich schon wieder dumpf an. Entschuldigung. Ja, ich hab das Mikro weiter runter. Damit so. Damit ich nicht reinatme. Hm. Ach, das war das, okay. Ups, da ist wieder was. Vor lauter Leichen sehe ich die Viecher nicht. Hm. Ah ja, genau da, Leiter. Genau, und da können wir dann... Da hinten. Bleib mal weiter unten, stopp. Mach stopp. Was soll? Ja, nee, das ist hier... Ja, genau. Cool. Siehst du, das hätte ich jetzt verpennt. Was würdest du nur ohne mich tun, hä? Länger schlafen. Ich hab Freunde gefunden. Ich auch. Nicht nur du hast Freunde. Ich bringe aber meine um. Deswegen musst du auch so oft zoomen. Ja, blöd, gell? Hier ist ein ganz starker Ding. Hey, drängeln. Ich geh mal jetzt da rein. Ja, dann wir müssen jetzt erstmal hier shoppen. So, erstmal angucken. Was haben wir denn hier? Die bleibt. Zu wenig Schuss. Also ich habe echt einen Haufen Kram einstecken. Das ist unglaublich hier. Mhm. Get your health and shields right here.
Und ein Tockel nochmal hoch. Ja, ich sogar zwei. Gun Damage, ganz klar. Machen wir das. Ja, von der Munition her schaut es doch gar nicht mehr so schlecht aus. Hm, Korrosionsschaden, hübsch. Na gut. So, jetzt gucken wir mal schnell, was hier noch liegt, ne? Ja, die zwei Mods eingepackt. Da müssen wir gucken, ob hier unten noch irgendwelche Quests sind oder ob wir hier schon mal raus können jetzt wieder. Sag mal, ist bei dir unter Sanctuary noch Bright Lights Flying City? Bei mir ist das nämlich noch nicht getan. Oder da steht ja noch Speak to Roland. Ja, glaube ich, haben wir auch noch nicht gemacht. Achso, okay. Ich dachte, wir hätten es schon mal. Ne, im Moment machen wir nur Nebenaufgaben. Ich möchte trotzdem noch da oben hin, wo wir jetzt noch nicht waren. Ich weiß, dass da oben nämlich eine fetzen Kiste ist. Ja, weiß, dann. Wie kommen wir da jetzt rauszunehmen? Am besten hin. Ich weiß halt nicht, ob wir das Ding jetzt schon benutzen können, weil ich. Da war, glaube ich, so ein Hebel, wo wir uns dann rauf. Kann das vielleicht sein, dass das Teil von irgendeiner Quest ist? Ah, die das kann natürlich später auch noch sein. Kriegen? Wir können mal hingucken und mal schauen, was passiert. Der Hebel hat nicht funktioniert vorhin. Also, keine Ahnung, hast du es probiert? Ja. Ja, ist unwahrscheinlich, dass er jetzt auch funktioniert. Ja, dann traveln wir halt, oder? Dann geh mal, genau. Du machst mal nach Sanctuary, um ja, geh mal zwei Sachen abzudingsen. Genau. Geben. Hammerlock und der andere war. Hammerlock gehe ich gleich. Okay. Ja, ich gehe zu Marcus, was gleich um die Ecke ist. Anstatt Scooter. Ja. Okay. Ah, Gazangas. Oh, Marcus oder Moxie, ah. Oh. Ich dachte, Scooter wäre es gewesen. Achso. Ja, da gibt's dann Moxie. Okay. Ah, ich glaube, weil es Bilder von der Moxie sind. Das könnte natürlich sein. Ich kann die aber nicht. Ach, jetzt nicht. Nee. Bist du dir sicher? Oh, Moxie. Ja, ich hatte es jetzt aber auch noch nicht abgegeben, also. Ja, also irgendwie. Okay. Seltsam. Ich kann es dir nicht andrehen. Nicht, das ging jetzt bei mir auch nicht. Ja, irgendwie geht's nur um Marcus. Schaut so aus. Ja, ich lauf schon. Ja, bei dem ging's wirklich, also war ja schon warten. Ja, da ist auch ein Fragezeichen über den Kopf, bei der halt nicht. Hey, how about that? Okay, dann geht's denn weiter. Shorty. Ja, Moment. Ah, da war irgendwas für ein Scooter. Find Girly Magazines. Ah, Deswegen dachte ich halt an ihn, weil das eben eh schon Pornos waren. Ja, ja. Altes Ferkel, ey. Also, der Scooter. Ja.
treibst du jetzt noch? Shoppen. Shoppen, ey. Ja, ich habe mit Iridium was gekauft. Und so. Oh, gute Idee. Ja, ich hab's drauf, ne? Ich bin nur gerade dabei, die Bandage von anderen anzutun. Merkst langsam, die Tastaturhand tut weh. Du alter Mann. Na, das hat nichts mit dem Alter zu tun. An der Stelle mal nett. Ja, ich weiß. Ich frage mich, warum du Schmerzen hast und ich nicht. Na, weil ich das Ganze schon irgendwie 10 Jahre länger mache. Ja. So, warte mal. Hast du dir vorher oder von Anfang an so eine ergonomische Tastatur und Maus holen sollen? Tja, an sowas denkt man halt irgendwie mit 18 oder 20 noch nicht. Das macht man dann erst, wenn es zu spät ist. 16. Gekauft. Was quatschen der mich so frech an hier? Pimmel. Was ist das? 16, so viel habe ich nicht. Bank brauchen wir nicht. Und wir könnten auch erst in die Highlands das Slab Happy machen. Dann müssen wir da schon mal nicht nochmal hin. Hm. Ach, sagst du mir, wenn du einen Cut machst, ich müsste dann mal nach oben gehen und springen. So, 8 Minuten. Okay. Ja, das ist gut, dann kann ich mal ganz kurze Pause machen. Ich muss... Gesundheit. Niesen. Entschuldigung. Ah, Mensch. Mein Stuhl habe ich auch noch nicht festgemacht. Hin und her wippen. Ja, dann geh mal Reise. Nicht klar. Ich könnte dir zugucken. Ich tu dich stalken quasi. Ach da. Ja. Vom Fenster. Ist da draußen reingespannt. Spanne. Mhm. Oh, warte mal. Müssen wir nicht auf Stalker stalken? Ist das hier? Nee, hier ist das nicht. Jetzt müssen wir runtergehen. Oh. Oh, dann habe ich ganz klar die falsche Waffen. Ja, ich auch. Scheiße. Da oben auf dem Dach. Nicht. Okay, Waffen. Halt die Klappe. Danke. Bitte? Okay, jetzt mal wieder. So, du brauchst irgendwas Blaues mit Elektrizitätsschaden, ne? Gegen Schilde und so. Hm. 159, was habe ich denn hier? Oh, da habe ich was zum Verkaufen. Ich hätte jetzt irgendwie die Pumpe eigentlich genommen, aber... Ja, die kannst du ja zusätzlich noch einstecken, aber... Man muss die halt erstmal runterschießen, diese blöden Viecher. Wovon reden wir? Schon von Stalker. Ja, aber der hatte gerade irgendwie Rüstung. Das brauchst du irgendwas mit Elektroschaden. Ja, und wir brauchen grünes Zeug für die Roboter. Ja, das können wir später machen. Hier ist doch irgendwo einer. Stalker? Ja. Drüben auch. Scheiße, ich häng fest. Ich weiß nicht, wohin es ist. Auf dem Dach. Nicht jetzt. Treffen wir. Alter! Der ist runtergehüpft. Der hüpft nicht mehr. Ich hab halt mit der Waffe, blöderweise nur 2 oder 3 Schuss. Auf einer. Auch nicht mehr. Die Sniper hier schießt dummerweise so Bursts. Ah. Du hast einen angeschossen und 3 machen sich unsichtbar. Crap. So, der hat kein Schild mehr? Ja, Schilder mache ich weg. Achso. Hau diese weg, ich mach die Schilder platt. Der ist Stalker. Oh, ah, bitte. Genau der. Ist die besser? Oh, die ist gut. Schauen wir mal gleich mal. Gegen. Schieß den erstmal. Ich brauche dich, Blitzviech. Hm.
bessere Granaten hier ist. Blöder Sack. Wow. Oh, aber dieses Elektro-Cute. Das ist so gut, ja. Gut halt. Oh, schau, wir haben sogar schon 15 Stalker gestoppt. Chapter 2. Jack wasn't kidding. These Stalker things are something. I pounded one right in the throat with my thumping hammer. Just like Mom taught me. And it pretty much exploded. It made this hilarious noise like. Scheiße, ich habe Freunde gefunden. Die kommen. Das ist blöd, dafür habe ich jetzt nämlich gerade noch falschen Waffen. Ich habe schon eingesteckt. Ich pause weg. Kannst schnell eine andere einstecken. Verflucht. Darf nichts. Ja. Autsch. Au. Ah, Stalker. Crap. Mach du die Roboter. Die hier. Ne, solange der hier im Kreis fliegt. So. Ja, da. Blöder Sack. Mhm. So, jetzt mal hier ganz kurze Pause machen. Damit ich hier Waffen wechseln kann. Das war nicht meine Absicht. Nicht die Schildewaffe, sondern die Waffe. Ich bin halb tot. Eigentlich fast ganz tot. Oh, du wirst gestalkt. Oh, verflucht, ich muss nachladen. Ja, ist gut. Ich habe meine Sniper jetzt einstecken. Ich könnte dann langsam mal wieder was essen. Er hat da drüben das Leben runtergefallen. Ah, yes. Ah, da hinten liegt auch noch ein Leben. Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, stimmt. Sehr gut. Ja, wenn wir dann gegen Thrasher sind, dann brauche ich eine andere Waffe. Ah ja, gegen den Großen, glaube ich, packe ich jetzt auch mal lieber meine... statt der Sniper... One of you's gotta go. Ein Raketenwerfer ein. Ich hab Feuer, Explosiv und halt noch Grünzeug. Ich nehm den. So, ich hab jetzt eine Slag-Waffe, ich hab einen Raketenwerfer, der einfach nur explodiert. Ja, und mein Revolver, der ist eigentlich gar nicht mehr schlecht. Ich denke, das sollte gegen den Thrasher reichen. Mhm. Ah, ich werd schon angeschossen. Ja. Oh, falsche Waffe. Oh, falsche Waffe. Hast recht. Das Leben. Wo? Was da? Da wo ich stehe. So, aber warte mal, dann verstecken wir uns jetzt hier, dann machen wir mal hier mal eine kurze Pause. Ja, es kommt aber schon wieder was geflogen. Achso, ja, dann räumen wir den mal noch weg. Granate. Jetzt Granate schmeißen? Ja, dann gehen wir noch ein Stück zurück wieder. Autsch. Ja. Any bots attempting to steal Iridium crystals will be congratulated for their initiative before their public disassembly. Jo, schauen wir uns mal Jack an. Jawohl, die Hackfresse.